Was sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit. Der Kapitän von Eintracht, Sebastian Rode, und der Abwehrchef, Robin Koch, werden Eintracht Frankfurt im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag nicht unterstützen können. Das verkündete Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Koch laboriert immer noch an einer Muskelverletzung. Die Hessen müssen geduldig sein. Wir sind optimistisch, dass wir ihn noch in diesem Jahr wieder einsetzen können, sagte Toppmöller. Obwohl Eintracht Frankfurt langsam, aber sicher an Schwung gewinnt, trifft dasselbe nicht auf Mario Götze zu. Der offensive Spieler bleibt in dieser Saison hinter seinen Fähigkeiten zurück und wurde kürzlich nicht ausgewählt. Es sieht nun so aus, als ob er auch im nächsten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart nicht in der Startelf stehen wird. Götze musste kürzlich aufgrund einer Krankheit pausieren. Laut Trainer Dino Toppmöller konnte der erfahrene Spieler die gesamte letzte Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Man müsse zuerst sehen, wie es am Samstag wird. Auf der anderen Seite werden Eintracht Frankfurt und Torwarttrainer Jan Zimmermann auch in Zukunft zusammenarbeiten. Wie die Hessen am Donnerstag bekannt gaben, hat Zimmermann seinen Langzeitvertrag verlängert. Zimmermann wechselte im Alter von 9 Jahren in den Nachwuchsbereich von Eintracht und spielte später als Torwart in den U23 und Profi-Auswahlen. Seit 2020 ist er als Torwarttrainer tätig. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Jederzeit komme ich wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt.